selbst zu entdecken und auch anderes zu entdecken. Ja, so einen Ort finden wie so eine zweite Heimat irgendwie, der ich das irgendwann noch ablege und diesen fremden Status. Sehr schwierig ist, wenn man aus einer Umgebung, in der man 19 Jahre seines Lebens jetzt verbracht hat, dass man in eine ganz andere Umgebung kommt. Letztendlich habe ich mich von meiner Familie und eigentlich all meinen Freunden gelöst, von all dem Gewohnten, bin ganz allein das allererste Mal für ein ganzes Jahr irgendwie herausgetreten. Wie tausende andere deutsche Jugendliche haben Leonie, Paul und Carlotta ihr Zuhause in Deutschland verlassen, um während eines Freiwilligendienstes in Vietnam ein neues Zuhause auf Zeit zu suchen. Die größte Barriere ist tatsächlich einfach die Sprachbarriere. Und meine Idealvorstellung auch war, dass ich dieses Land am besten durch die Menschen kennenlerne, was auch in der Tat der Fall ist, aber ich lerne fast nur Menschen kennen, die auch Englisch sprechen. Es war auch irgendwie zwischenzeitlich so, dass ich zum Teil Angst hatte, rauszugehen, weil ja, mich da irgendwie alles laute, chaotische, Fremde irgendwie erwartet hat, was irgendwie zum Teil auch zu viel für mich war. Also Heimweh. In dem klassischen Sinne, ich bin nach Hause, ich bin in meinem Bett und so weiter, habe ich absolut nicht, gar nicht bisher gefühlt. Mehr so dieses diffuse Gefühl eben von Menschen, die ich vermisse, für das es kein Wort gibt. Also so ein, ja, einfach so ein Heimweh nach Person. Ich weiß nicht, verändern musste an mir selber, war, dass ich irgendwie selbstständiger werde. Mir wäre es nie im Leben eingefallen, mich in Deutschland allein in ein Café zu setzen. Ich weiß nicht, allein irgendwie einfach durch die Straßen zu laufen, ohne richtiges Ziel. Und das habe ich hier ganz klar gelernt. Dass ich mir selber mehr zutraue. Oder zumindest, dass ich weiß, dass ich, wenn ich vor einer Aufgabe stehe, zumindest machen muss. Genau, dass ich mir selbst mehr vertraue vielleicht. Oder auf mein Urteil vertraue, weil ich muss. Ich denke, Ruhe hilft mir, um das Erlebte zu verarbeiten, was aber nicht möglich ist, wenn man nicht einfach mal innehält und ruhig sich überlegt, okay, krass, wo bin ich jetzt eigentlich? Zu Hause ist für mich immer eine Mischung aus einem Ort und einem Gefühl. Es ist nicht das eine Gefühl, das dann ausschlaggebend ist, das ist mein Zuhause. Es gibt den schönen Satz, ich bin da zu Hause, wo meine Freunde sind. Und es hat mir auch sehr geholfen, dass ich hier ein Netzwerk habe mit anderen Freiwilligen. Ich glaube, zu Hause ist für mich ein Gefühl, sich langsam einschleicht irgendwie und genau, von dem man erst merkt, dass es da ist, wenn es da ist. Wenn man die Wörter dann benutzt und es einem rausrutscht und man sagt, ich fahre dann mal nach Hause und ich denke, und jetzt habe ich einfach zwei Zuhause irgendwie. Also es ist einmal das Zuhause in Berlin und das Zuhause in Vietnam. Und das finde ich irgendwie gerade sehr schön, das zu bemerken, dass ich mich freue, nach Hause zu kommen.